Was geht ab, Pyros? Heute zeigen wir euch mal, was wir hier so Schönes in Polen eingekauft haben. Wir waren einmal bei unserem Feuerwerkshändler direkt beim Lidl um die Ecke und einmal waren wir hier noch schön beim Funke-Store, vor dem wir uns jetzt hier gerade auch noch befinden. Bei Funke haben wir ein paar Kleinigkeiten gekauft. Einmal ein schönes T-Shirt. Dann haben wir noch hier Trueno E Spezial von Salon Roger. Dann Trueno Detonate 3. Dann haben wir hier die Screaming Demon. Richtig geil, hatten wir früher auch schon mal. Und Trueno Detonate Nummer 2. Hier unten haben wir dann noch eine 4 Meter dreistufige Fontäne von Funke. Hier wird auch im Hintergrund wieder ordentlich gezündet. Und hier haben wir noch hier die Kolpo. So, dann haben wir beim Feuerwerkshändler hier die schönen No Limits gekauft. Schön 25 Schuss, 45 mm. Richtig geil, bin ich gespannt drauf. Fettes Teil, 85 Euro. Und dann haben wir noch hier die Limited Edition Raketen gekauft mit 65 Gramm pro Stück. So, weiter geht's. Ja, man hört schon im Hintergrund, da wird geballert. Dann haben wir hier die Shell on Mortars, 37 mm für 15 Euro mitgenommen. Und dann hier einmal die Mamba 2, 7,50 Euro gekostet mit 2 Gramm. Aktuelle Blitzböller, ganz gut. Sind alle für den Vergleich. Dann die Big Bang 2G von Klasek müssten die sein, oder? Nee. Da SR Pyro, achso, die sind von SR Pyro, okay. Dann haben wir hier Stroboskop von Triplex, 3 Euro. Dann FP3 Small, aktuelle Ware, das heißt 0,35 Gramm. Jorge. Dann haben wir hier FP3 New Edition Green Flame plus Big Bang. Sollten die mit 1,8 Gramm sein pro Stück. So, dann noch schöne Scream Rockets zum Testen mal für 4 Euro mitgenommen. Und dann haben wir hier zum guten Letzt noch zwei schöne Screaming Batterien von Tropic. Und zwar einmal die mit Titanium Salut und einmal normal Scream. Ja, meine Freunde, das war unser kleiner Einkauf. Kleines Update hier aus Polen von der Tour. Wetter ist immer noch nicht so berauschend, aber wir lassen uns den Spaß nicht nehmen und geben trotzdem Gas für euch, um einiges für euch zu produzieren. Alles klar, Freunde, freut euch auf die Videos und dann bis zum nächsten Mal.